das hinaus, worum es in diesem Film geht. Da geht es um einen bekannten gläubigen Läufer, Eric Little, ein überzeugter, hingegebener Christ. Und er war ein schneller Läufer und er liebte Jesus aber mehr als den Ruhm. Und er war bei den Olympischen Spielen, vertrat sein Land Schottland. Aber als er herausfand, dass der Lauf an einem Sonntag war und er hatte ein persönliches Abkommen der Hingabe an den Herrn, dass er am Sonntag nicht laufen wollte, dass er am Sonntag absolut für den Herrn da sein wollte. Und als dieser Lauf, dieser entscheidende Lauf an einem Sonntag war, hat er gesagt, nein, da laufe ich nicht mit. Und er hätte den Lauf gewinnen können. Und um sowas zu tun, musst du wissen, wer du bist. Sonst bist du ein Verrückter. Aber er war kein Verrückter. Er wusste, wer er war. Und er wusste, was seine Identität war. Er wusste, dass er ein geliebtes Kind Gottes war. Er wusste, dass er von seiner Identität her gesehen nicht mehr erreichen konnte, als er bereits besaß. Und in einem gewissen Sinn ist es absolut wahr, du kannst tief in dir drin nicht mehr erreichen, als was du schon hast, und du kannst nicht mehr verlieren, als das, was du schon hast. Und deshalb kannst du ruhen und eingehen in die Sabbatruhe des Herrn, weil du bist unkaputtbar, du bist unzerstörbar, du bist untötbar. Ja? Also es ist einfach so, du bist mega, ja? Weil du kannst nichts mehr verlieren und du kannst nichts mehr gewinnen. Du bist das alles schon im Geistbereich. Aber wir leben halt hier noch in Zeit und Raum und da erleben wir Beraubung, da erleben wir Gewinn und Verlust. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier mit unserem Erdenanzug, mit unserer Seele, mit unserem Denken, Wollen und Sprechen in Übereinstimmung treten mit diesem ewigen, unzerstörbaren, felsenfesten Bereich, wo nichts mehr wackelt und nichts mehr verrutscht. Und deswegen sagt uns das Wort Gottes, wer wir wirklich sind, wo wir herkommen. Denn wir sind Fremde hier auf Erden, wir sind Pilger, wir gehören nicht mehr in diese Welt, wir gehören nicht mehr in diese Matrix, in dieses Weltsystem hinein. Aber in Wahrheit, deine tiefste Identität, und du kannst nicht mehr höher steigen als das. Weißt du, wenn du Apostel oder Prophet oder irgendwas im fünffältigen Dienst bist, dann machst du das hier auf Erden. Das ist eine funktionale Geschichte. Und wenn du hier treu bist, wirst du großen Lohn empfangen. Aber das ist etwas, was nicht allen als Auftrag gegeben ist. Aber alle sollten sich ausstrecken, zu wachsen und da hineinzudrängen. Denn der Herr braucht mehr Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten, als es momentan gibt. Und der Herr, du sagst vielleicht, bin ich vielleicht auch einer? Ja, das wird sich zeigen. Aber im Grunde genommen bestimmt das